Guten Morgen, heute nun der dritte Teil, ja, in der Reihe rund um die Quantenphysik. Wer sich die ersten beiden Teile noch nicht angeschaut hat, der kann dies nachholen. Ich habe die Playlist sowohl oben in den Infokarten als auch unten in der Infobox verlinkt. Nachdem wir im ersten Teil Grundsätzliches zur Quantenphysik behandelt haben und ja, wie die Brücke zwischen Wissenschaft und Spiritualität geschlagen wurde, da haben wir dann im zweiten Teil dieser Reihe den Beobachtereffekt kennengelernt, der uns dann letztlich zu dem Schluss hat kommen lassen, dass die Realität durch Bewusstheit erschaffen wird oder generell durch Wahrnehmung. Was die Quantenphysik jedoch auch noch einmal verstärkt hat, das war der Aspekt der Verbundenheit von allem. Ich habe das anhand des Schmetterlingseffekts zwar schon einmal auf der physischen Ebene illustriert, das Video findet ihr auch oben in den Infokarten, aber eben aufgrund des im ersten Teil dieser Reihe gezeigten Aufbau eines Atoms, das zu 99,99999% aus Energie besteht, da ist diese Verflechtung, die ich euch damals dargestellt habe, auf der beobachtbaren Ebene weit intensiver, als wir eben physisch beobachten können. Dass unsere Beobachtung sowieso stark reglementiert ist, habe ich am zweiten Teil dargestellt. Jeder Mensch sendet auch verschiedenartige Energie. Das können wir deutlich spüren, auch wenn wir es nicht immer benennen können. Versuche, diese Energien visuell festzuhalten, sind unter anderem in der Kirlian-Fotografie zu finden. Aber damit tun wir uns keinen Gefallen, da die zugrunde liegenden Zusammenhänge oft unser Denken übersteigen, da sie losgelöst von Zeit und Raum ja, absolut für unser Denken notwendige Parameter existieren. Wir aber diese universellen Energien versuchen mit so etwas Profan wie Fotos einzufangen. Das wird der Realität nicht gerecht und wird konsequenterweise dann auch mittels unserer eigenen Logik torpediert. Man kann es einfach wegdiskutieren. Sich davon zu lösen, also die Demut an den Tag zu legen, zu erkennen, dass unser Denken und die Logik, wie wir sie heute als Grundlage der Wissenschaft benutzen, kein reales Abbild der Realität zulässt, das ist die Voraussetzung, um den nächsten Schritt in der geistigen Evolution zu gehen. Wir haben für uns als Menschen, genauso wie die Ameisen oder auch die Bienen und die Antilopen und so weiter, wie die es auch für sich getan haben, ein Verständnis für die Welt kreiert, wo unsere Logik maßgebend ist. Aber um den nächsten Schritt zu gehen, müssen wir über diese Glasglocke hinausgehen. Ein Beispiel, wo wir erkennen, wie genauso veraltet unsere Art zu denken ist, wie es damals Einstein vorgekommen sein muss, als er realisiert hat, dass Licht sich sowohl als Materie als auch als Energie verhalten hat. Das ist eine Doppelblindstudie, die ich euch wie immer unten in der Infobox verlinkt habe, wo sogar nach den engen Ansprüchen der Wissenschaft signifikant festgestellt wurde, dass Menschen, denen über viele Kilometer hinweg positive Energie in Form von Gedanken oder von Gebeten gesendet wurde, signifikant sich schneller von einer Blutvergiftung erholt haben, als die Menschen, denen keine positive Energie im Sinne von positiven Gedanken oder Gebeten gesendet wurde. Das hört sich natürlich in erster Instanz absolut unglaubwürdig an, ne? Aber nur deshalb, weil wir gelernt haben, wie wir denken sollen und nicht die freien Kapazitäten und die unendlichen Potenziale des Universums einfach mal annehmen. Nur das, was wir gelernt haben, ist für uns maßgebend. Nur um auch mal klarzustellen, wie ich erzogen wurde und was ich gelernt habe. Also ich bin in einer soliden Arbeiterfamilie aufgewachsen und habe nach meinem Abitur Betriebswirtschaftslehre an der Universität sehr gut abgeschlossen. Ich bin nicht in irgendeiner Weise von einem traumatischen Ereignis eingeholt worden oder hatte einen Unfall, wo mein Kopf irgendwo angestoßen ist. Aber gerade weil ich so geradlinig gedacht habe in meinem Leben und immer noch denke, habe ich sehr häufig realisiert, dass das Denken begrenzt ist und es Fragen gibt, worauf wir keine Antwort wissen. Und worauf wir auch keine Antwort wissen können, weil die Antwort darauf, die andere schon erfahren haben, unser Denken übersteigt. Und sich dann eben ja, in anderen Quellen auf der Suche nach der Wahrheit zu begeben, die außerhalb des Denkens liegt, von unseren gewohnten Denkstrukturen. Gerade wenn man die Geschichte der Menschheit betrachtet, wo eben solche grundlegenden geistigen Evolutionsstufen ganz eindeutig zu beobachten sind, da abzurücken. Auch wenn die Gesellschaft der Meinung ist, dass, ja, dass nur in dieser Zeit wir jetzt die Weisheit für uns gepacht haben, dass wir jetzt die Klügsten sind und dass wir nun endlich alles wissen, ne? Davon dann abzurücken, das ist einfach nur die logische Folge. Ich weiß natürlich, wie sich solche Studien anhören und dass das nicht in unser Bild passt. Und ihr kennt mich selber, gerade wenn es um Verschwörungstheorien geht, sei es die flache Erde, sei es Chemtrails, sei es was auch immer, woran die Leute glauben, bin ich immer sehr, sehr kritisch. Ne? Also ist nicht so, dass ich jetzt so alles einfach so glaube. Ne?
Aber ob es uns passt oder nicht, ob wir es verstehen oder nicht, es ist die Realität. Kommen wir zur generellen Frage, wie wir das Quantenfeld positiv beeinflussen können. Jeder Mensch hat eine gewisse Energiesignatur. Ich bitte noch einmal Rücksicht darauf zu nehmen, dass ich hier oft Begriffe nutze, um Dinge zu visualisieren, die durchaus anders interpretiert werden in verschiedenen Wissenschaftszweigen. Aber ich versuche es euch einfach so, so visuell wie möglich zu gestalten. Also sie haben vielleicht in anderen Phasen andere Bedeutung, aber ich möchte es euch visuell wie möglich gestalten. Also jeder Mensch hat eine gewisse Energiesignatur und diese ändert sich ständig. Denn durch Gedanken und Emotionen, die man ja messen kann, die ja auch Energien sind, wird der Körper in einem, einem energetischen Gleichgewicht gehalten. Wie zum Beispiel, dass er auch physisch nicht auseinanderfällt. Ne? Das ist einfach so. Dieser Zustand eines energetischen, wie auch immer zustande gekommenen Gleichgewichts nennen wir jetzt einfach mal den Ist-Zustand. Das ist unser energetisches Gleichgewicht. Dieser Ist-Zustand des jeweiligen Menschen wird von zwei Dingen gesteuert. Zum einen den Gedanken, also der Bewusstheit, und zum anderen den Gefühlen. Das ist das Bewusstsein. Zu dem Thema und inwieweit ich in meinem Leben, wie ich mein Leben ausgerichtet habe, da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, was ihr oben findet. Bewusstsein ist für mich die wahre Basis des Lebens, da ich immer wieder an die Begrenztheit des Denkens stoße, aber Denken kann seinerseits natürlich auch instrumentalisiert und sinnvoll eingebracht werden. Daher lehne ich das Denken auch nicht komplett ab, wie einige andere Spirituelle. Da fällt es mir auch durchaus leichter, die Bedeutung der Gedanken, die innerhalb des Beobachtereffekts Effekts der Wahrnehmung beigemessen wird, also der Fokussierung im Rahmen der quantenphysikalischen Beobachtung, auch anzunehmen. Denn sowohl Gedanken als auch Emotionen können als Welle beschrieben werden. Das ist ja Energie, eine Welle, ne? Und das haben wir in den ersten beiden Teilen gelernt, das kann auch in Materie umgewandelt werden. Im Quantenfeld ist also das Potenzial vorhanden, durch Beobachtung eine beliebige Realität zu generieren. Aber wie können wir die Chancen maximieren? Wenn wir die Wellen von Gedanken und Emotionen mal visualisieren, dann werden diese ein ganz charakteristisches Profil einer Welle darstellen. Ne? Einfach so eine Welle, die sich von der Höhe und von den Längen der Wellen unterscheiden. Ne? Und wenn zwei Wellen, also Gedanken und die Emotionen oder zwei energetische Wellen, die auch immer gelagert, was die Höhe und die Länge angeht, gleich sind, dann spricht man in der Physik von einer Kohärenz, die ihrerseits noch eine Phasenverschiebung inkludieren kann, also dass die Wellen sich ein bisschen verschieben, aber fürs Verständnis reicht eigentlich erstmal aus, dass diese beiden Wellen dann quasi gleich schwingen. Und dann wenn diese zwei Wellen gleich schwingen, in dem Beispiel also jetzt Gedanken und Gefühle, dann gilt basierend auf einem physikalischen Ansatz die Prämisse, dass um ein Ereignis in einem Quantenfeld zu realisieren, müssen Gedanken und Gefühle gleich ausgerichtet sein. Quasi dieselbe Wellenfunktion haben. Wie gesagt, das ist jetzt alles sehr visualisiert und kann man auch viel direkter spirituell ausdrücken. Aber die Quantenphysik ist eben ein Tool für all diejenigen, die eben nicht über die Spiritualität kommen, sondern anhand von gewohnten Denkstrukturen erstmal einen Ansatz finden wollen. Auch wenn sie diesen dann sowieso irgendwann mal übertreten müssen. Und dann redet man eben nicht einfach davon, dass man eins sein soll. Das versteht der wissenschaftlich geprägte Antispirituelle nicht und kann es ihn nicht annehmen, sondern er betrachtet ausgehend von quantenphysikalischen Erkenntnissen bezüglich der Energie, die Energieform Gedanken und Gefühle. Und schreibt ihnen für Energien typische Wellenfunktionen zu und strebt dann eine Kohärenz an. Letztlich bedeutet es beides dasselbe, aber wir wollen ja in dieser Reihe eben einen anderen Ansatz finden für die Wahrheiten, die uns das Leben sozusagen präsentieren kann. Und letztlich bedeutet nämlich dieser Zusammenhang nichts weniger als das, was wir denken, auch das sein muss, was wir fühlen. Nur dann können wir im Einklang mit der universalen Energie schwingen und bestimmte Ziele oder quantenphysikalisch betrachtete Potenziale abzurufen. Ausgehend meiner Erfahrung reicht es bereits auch aus, ohne Ziele in Resonanz mit der Umwelt zu schwingen, um zufrieden zu sein. Aber manche Menschen können mit einer derartigen Wunschlosigkeit gar nichts anfangen. Da ist es ein guter Einstieg, dass man sich auf irgendeine Weise verändern möchte, dass sich dann entsprechend Ziele benennt, ich möchte das und das werden und dann Gefühle und Gedanken darauf dann abstimmt. Ansätze, wie dieses dann auch konkret forciert werden kann, also dieser Ansatz, das werde ich euch dann im letzten Teil der Quantenphysikreihe, vorausgesetzt es besteht weiter Interesse zu folgen, zeigen.
Solltet ihr noch nicht meinen Kanal abonniert haben, dann solltet ihr das natürlich auch tun, um über weitere Videos und auch das letzte Video zur Quantenphysikreihe informiert zu werden. Das könnt ihr hier oben tun. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Ciao.